Das ist ja schön. Eine grüne Wiese mit bunten Blumen und Bäumen ringsum. Ein völliger Kontrast zu hier. Ich suche etwas Bestimmtes. Da kann man ganz nah reinzoomen. Da sind die Bienen und eine Hornisse schwirrt heran. Es kommt zum Kampf. Die Hornisse wird verjagt. Das ist interessant. Das ist VR, also virtuelle Realität. Hier im 2D-Modus. Eine Technologie, die unsere Art zu lernen radikal verändern könnte. Das ist zwar noch Zukunftsmusik, aber eine super Sache. Digitales Lernen ist ein großes Thema, das durch die Corona-Pandemie ins Bewusstsein gerückt ist. Die Politik will in den kommenden Jahren deshalb viele Milliarden Euro investieren, und zwar für alle Schularten. Wie hat die Digitalisierung das Lernen hörbehinderter Kinder verändert? Wie kann Lernen 4.0 für Sie in Zukunft aussehen? Und brauchen gebärdensprachlich aufwachsende Kinder künftig vielleicht sogar einen ganz anderen Unterricht? Zuerst aber habe ich eine kleine Umfrage gemacht. Wie kamen denn die Kinder mit digitalem Lernen und Homeschooling während der Corona-Pandemie bisher zurecht? Das war ein bisschen langweilig. Der Kontakt zu anderen ist schön, das Miteinander gebärden. Das ging ja leider nicht. Zuerst war es ein Schock. Was sollten wir tun? Dann habe ich anfangs stapelweise Papier an die Schüler verschickt. In der Schule erklärt ja der Lehrer die Aufgaben. Als es dann übers Internet lief, hatte ich schon Schwierigkeiten und auch einiges vergessen. Ich habe dann einen Schulfreund gefragt, sodass ich die Aufgaben lösen konnte. Der Lehrer hat es dann korrigiert und mir Rückmeldung gegeben. Später habe ich dann Videos mit Tagesplänen erstellt, mit der Bitte, mach dieses oder jenes, wirklich sehr detailliert für einzelne Wochentage. Aber viele Kinder waren trotzdem sehr überfordert. Es macht für mich einen großen Unterschied. Daheim war kein Lehrer, der etwas erklären konnte. Wir haben nur Aufgaben bekommen. Es gab keinen Unterricht. Manchmal waren die Inhalte unklar und im Buch stand es wieder anders. In der Schule wird richtig unterrichtet und ich kann beim Lehrer direkt nachfragen und bekomme die Dinge erklärt. Das ist mir wichtig. Ich habe gute Erfahrungen mit Homeschooling gemacht. Durch Zoom war zum Beispiel ein Gruppenvideochat mit der gesamten Klasse möglich. Es konnten Aufgaben und Lösungen besprochen werden und die Kinder konnten ihre Fragen und Probleme direkt in Gebärdensprache stellen. Ich fand es schwer, ohne sich zu treffen und unterhalten zu können und nur noch alles über Zoom, per Kamera oder schriftlich. Langweilig. Es gab auch Schwierigkeiten. Mal war die Internetverbindung gut, mal zu langsam oder der Rechner war zu alt. Auch gab es Familien mit mehreren Kindern an der gleichen Schule, die sich einen Computer teilen mussten. Dies führte zu Schwierigkeiten, wenn der dann zeitgleich zum Beispiel für einen Chat gebraucht wurde. Wie soll man das aufteilen? Also, für die Kinder war das eine große Umstellung. Mit viel Verunsicherung, so allein daheim am PC. Experten stellen immer wieder fest, was die Digitalisierung in der Bildung betrifft, ist Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern im Rückstand. Mich interessiert nun, mit welchen digitalen Techniken lernen Schülerinnen und Schüler mit Hörbehinderung denn heute schon? Dazu habe ich jetzt einen Termin an der Eschke-Schule hier in Berlin. Die Ernst-Adolf-Eschke-Schule gilt im Bereich der digitalen Bildung als Vorzeigeschule. Wie das Lernen hier aussieht, das werde ich mir gleich mal anschauen. Kommt mit! Hallo! 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 Ich verteile jetzt die Tablets an euch und dann arbeitet ihr paarweise an Station 1 oder Station 2 zusammen. Das könnt ihr euch aussuchen. Zuletzt nutzt ihr die Anton-App.
geht an die Tafel und schreibt die Zahlen ab, genau so, wie sie auf dem Zettel stehen. Und dann filmt ihr euch bei der Erklärung der Rechenaufgabe. Hier die 7, das wäre dann eigentlich 1, aber da steht noch die 1, also noch 1 weg macht 0, 2 minus 1 ist 1, fertig. So lernt es sich besser. Der Unterricht macht mich schlauer. Das gefällt mir gut. So, Mathe. Das gefällt mir sehr gut. Hier in der 5. Klasse wird eine Learning-App genutzt. Das schaue ich mir doch mal genauer an. Diese Learning-App funktioniert sowohl auf dem Handy und dem Laptop als auch auf dem PC. Alles online. Da muss gar nichts mehr ausgedruckt werden. Aufgaben können selbstständig gelöst und dem Lehrer gemailt werden. Die Korrektur erfolgt ebenfalls per Mail. Texte sind mit Gebärdensprachvideos verknüpft, sodass das Video angeschaut werden kann, wenn etwas nicht verstanden wird. Die App gibt es sowohl für verschiedene Fächer als auch Klassenstufen und fördert so das individuelle Lernen. Und wie heißt das? Weiß das noch jemand? Wie heißen diese Aufgaben? Verliebte Zahlen. Erinnert ihr euch? Bedeutet, das Ergebnis ist immer 10. Nochmal gucken, bitte. Die Eschke-Schule ist ja wirklich Vorreiter in Sachen digitaler Bildung. Was steckt da an Überlegungen dahinter? Dazu treffe ich jetzt Schulleiter Möbius. Schön, Sie zu treffen. Schön, dass ich Sie sehe. Die Eschke-Schule beteiligt sich an verschiedenen Berliner Förderprogrammen, ja auch am Digitalpakt Schule. Sie sind offenbar ein sehr engagierter Schulleiter, wenn es um digitale Bildung geht. Woher kommt Ihre Motivation? Ja, die ganze digitale Technik ist natürlich gerade bei der Arbeit mit gehörlosen Schülern enorm vorteilhaft, weil man viele gebärdensprachliche Dinge mit Videoverfilmung und Tablets und Smartboards im Unterricht einsetzen kann. Man kann viel stärker visualisieren, was ja ein Grundprinzip unserer Schulen ist. Und wir sind auch Berufsschule und deswegen sind uns die Übergänge ja auch wichtig und die neuen Medien spielen immer mehr in der Gesellschaft eine Rolle und gerade in den letzten Jahren ist es enorm wichtig, dass wir die Schüler da gut vorbereiten. Die Politik stellt mit dem Digitalpakt 5 Milliarden Euro zur Verfügung. Viele Schulen beantragen diese Gelder aber gar nicht. Woran liegt das? Wir sind da, glaube ich, in einem großen Dilemma, weil das Geld ist da, aber wir haben tatsächlich so einen Finanzierungsstau, dass die Gelder noch nicht in den Schulen ankommen. Das liegt an vielen Verwaltungsstrukturen und es ist nicht damit getan, dass wir dann einfach nur die Technik oder die Ausstattung bekommen, weil es braucht Fortbildungskonzepte, die Kollegen müssen weitergebildet werden und es braucht natürlich auch Menschen, die diese Technik in den Schulen warten und installieren und das ist, glaube ich, an vielen Orten nicht gegeben. Was sind Ihre Forderungen an die Politik für die künftige digitale Bildung? Eine Forderung wäre, glaube ich, dass alle Schulen Personal bekommen, die sich nur mit diesem Bereich auseinandersetzen und für die Schule diese ganzen Dinge organisieren. Dass das also Verwaltungskräfte oder Administratoren sind, die diesen Aufgabenbereich wirklich deckend für eine Schule übernehmen, so wie das in großen Firmen üblich ist. Wie könnte digitales Lernen und digitale Teilhabe für Menschen mit Behinderung in einer inklusiven Gesellschaft in Zukunft aussehen?
Um eine Antwort darauf zu finden, werde ich nun ein Zukunftslabor besuchen. Und zwar im bayerischen Eichstätt. Hallo. Hallo, Frau Klingemann. Schön, Sie zu sehen. Ich habe Ihnen auch gleich was Spannendes mitgebracht. Das ist eine VR-Brille. Und damit können Sie jetzt in eine virtuelle Welt eintauchen. Ich gebe Ihnen die gleich. Vorher sage ich noch zwei Sätze zum Controller. Damit bewegen Sie sich und steuern um sich herum. Es gibt hier vorne diesen Knopf, den zeige ich Ihnen. Wenn Sie nach vorne drücken und loslassen, dann teleportieren Sie mehrere Meter nach vorne. Es gibt so eine kleine Fläche auf dem Boden und da teleportieren Sie dann hin. Und wenn Sie etwas anwählen wollen mit dem Zeiger, dann müssen Sie das hier vorne mitmachen, mit diesem. Und wenn Sie etwas hochheben wollen oder öffnen wollen, dann müssen Sie dabei diesen Knopf halten. Dann wird das praktisch festgehalten und dann wieder loslassen. Jetzt probieren Sie einfach mal aus und schauen Sie mal, was passiert. Verwirrend. Ich bin im Hier und Jetzt, aber mit der VR-Brille war ich weg von hier. Ganz woanders. Allein an irgendwelchen Containern, eingetaucht in eine vollkommen andere Welt. Wo aber ist da der Zusammenhang zwischen diesen Containern und dem Lernen? Ja, Sie müssen, glaube ich, ein paar Ideen von Schule und Lernen über Bord werfen, um unser Containermodell zu verstehen. Also es geht um einen Lernbereich Globalisierung und Wirtschaftsgüter und wie hängt das alles zusammen. Und Sie waren jetzt in Containern, wo diese ganzen Waren ankommen und wo man dann sich angucken kann, was kommt denn da, was geht da raus, wo geht das hin, in welchen Stückzahlen, wie teuer ist das, wie lange dauert das. Also es geht um diese globale, vernetzte Weltwirtschaft. Und eine Ebene höher waren Sie auf der dazugehörigen Insel Globalisierung, wo Sie sich selber praktisch Ihre ganzen Materialien dann aufbauen und sammeln können. Alles, was Sie dazu erfahren und erarbeiten, das kann da platziert werden und wird dann sozusagen zu Ihrer eigenen Lerninsel zu diesem Thema Globalisierung. Und das ist natürlich eine andere Art, Schule zu denken und Lernen zu denken, als wir das bis heute, als wir es heute tun mit analogen Mitteln. Sie haben ja, was digitale Bildung und auch Inklusion betrifft, eine klare Vorstellung. Welche ist das? Die virtuelle Schule sollte auf jeden Fall besser als heute auf die individuellen Bedürfnisse angehen. Also deswegen denken wir das ja in Inseln, in Möglichkeiten, das individuell unterschiedlich festzulegen. Im Moment haben wir so eine Beschallung, an vielen Stellen noch von alle lernen zur gleichen Zeit das Gleiche. Und die virtuelle Schule sollte das ändern. Die virtuelle Schule sollte Lieschen an der Stelle abholen, wo Lieschen ist, und Maxchen an der Stelle, wo Maxchen ist. Das wäre eine super Sache. Bedeutet das, die virtuelle Schule passt sich dann auch an die Bedürfnisse der Schüler an, an deren Niveau, an deren Kompetenzen? Genau das wäre eigentlich die Idee dahinter. Also, dass nicht mehr alle zur gleichen Zeit das Gleiche lernen, sondern dass auch schon die Materialien, die reingegeben werden, bedarfsgerecht reinkommen. Also, der eine Schüler braucht was anderes als die andere und das System erkennt im Grunde auch, wo sind die Fehler, wo sind die Defizite und gibt dementsprechend dann das richtige Material rein. Das würde also bedeuten, es haben nicht immer alle das gleiche Lernmaterial, sondern jeder hat eben das, was er gerade braucht. Was mich nun als nächstes interessiert ist, wie sieht das die Wissenschaft? Dazu treffe ich über Zoom Professor Claudia Becker von der HU Berlin.
Hallo. Hallo. Jetzt wird mit Hochdruck an einer Digitalisierung der Bildung gearbeitet. Ist die Digitalisierung auch ein Thema im Bereich der Gehörlosenpädagogik? In unserer Abteilung lernen die Studenten Gebärdensprache auch im Sprachlabor. Dort nehmen sie zum Beispiel Videos von sich auf und schneiden sie. Und es gibt auch Seminare, da lernen sie, wie man digitale Lernformen und Technik im Unterricht einsetzen kann. Was zeichnet einen guten Gehörlosenpädagogen künftig aus? Ich denke, zukünftig wäre das Beste eine gute Mischung aus persönlichem Kontakt mit direkter Kommunikation und der Unterstützung durch digitale Lernformen. Meiner Ansicht nach ist und bleibt der direkte persönliche Kontakt wichtig für alle Schüler. Auf diese Weise kann zum Beispiel im Biologieunterricht die Einführung in das Thema stattfinden. Es kann im Gespräch das Vorwissen erfragt werden und Schüler können motiviert werden. Und dann können, wenn es zum Beispiel um Organe geht, Videos auf Tablets angeschaut werden. Und verschiedene Materialien können so verteilt werden. Auch Hausaufgaben können später digital gegeben werden und 2 bis 3 Schüler können in Gruppenarbeit eine Aufgabe zu Hause bearbeiten. Wenn in Zukunft alles digital ist und wir nur noch tippen, wie sieht's denn dann mit der Schreibschrift aus? Besteht da eine Gefahr für die motorischen Fertigkeiten? Werden die nicht geringer? Ich denke auch, dass durch die Digitalisierung die Gefahr besteht, dass man seltener mit der Hand schreibt. Das wird sicher weniger. Ich finde das aber nicht wirklich schlimm. Der Schreibprozess, das Planen eines Textes, Formulierungen und Satzbau, das bleibt bestehen. Nur die Ausführung findet nicht mehr handschriftlich statt, sondern es wird getippt. Meiner Meinung nach hat das aber für die Lernentwicklung keine Nachteile. Lernen 4.0. Da geht es zum einen um die digitale Technik im Unterricht der Zukunft. Es geht aber auch um eine neue Art von Lernen. Und da haben Wissenschaftler von SignJazz an der RWTH Aachen für gebärdensprachliche Schülerinnen und Schüler ein Konzept entwickelt, das vieles, was wir bislang kennen, ziemlich auf den Kopf stellt. Hallo. 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 Schön, dass du da bist. Setz dich. Wir haben hier eine Aufgabe für dich. Ich versuch's. Im Bahnhof fahren Züge. Es gibt Gleise und die Leute stehen am Bahnsteig und steigen aus den Zügen aus und ein. Fahrkarten können am Automaten oder am Schalter gekauft werden. Es gibt Geschäfte, wo man Getränke und Snacks kaufen kann. Ein buntes Gewimmel. Das ist ein Bahnhof. Deutschland ist von mehreren Nachbarländern umgeben. Da wären im Norden Dänemark, Polen im Osten und darunter Tschechien. Österreich im Süden, daneben die Schweiz. Frankreich und das kleine Luxemburg im Westen, darüber Belgien und Holland. So wie ich das erklärt habe, was war da jetzt typisch Gebärdensprachnutzerin? Zwischen Gehörlosen und Hörenden gibt es große Unterschiede. Bei dir hat man, ganz typisch gesehen, beim Thema Bahnhof hast du erst mit dem Speziellen angefangen, also mit dem, was man im Bahnhof sieht. Bei Hörenden ist das anders. Die fangen erst mit dem Ort an, also zum Beispiel, wo der Bahnhof steht. Das heißt, die fangen beim Allgemeinen an und gehen dann zum Speziellen. Bei Gehörlosen ist es genau umgekehrt, wie man bei dir schön bei der Bahnhofsbeschreibung sehen konnte. Gehörlose erklären vom Speziellen zum Allgemeinen. Das zeigt unsere Forschung.
Ebenso bei den Nachbarländern. Da hast du Deutschland erst in der Mitte platziert und die Länder in der Reihenfolge geografisch verortet. Das ist etwas, was Hörende so eher nicht machen. Sie forschen ja schon lange auf diesem Gebiet. Wo ist denn bei Gebärdensprachnutzern wie mir die Wissensorganisation anders als bei Leuten, die die Lautsprache nutzen? Hörende, die denken eigentlich viel stärker linear. Also ich denke, das ist auch durch die Schrift geprägt. Und also wir haben so, das Wissen wird seit 500 Jahren so enzyklopädisch, sagt man halt, also in so Lexika organisiert. Und das hat sicherlich auch was mit Büchern, mit Schrift und so weiter zu tun. Die Gebärdensprache nutzt immer den Raum. Sie organisiert Wissen im Raum. Sie kategorisiert dadurch ganz anders. Wir kategorisieren hierarchisch oder eben linear. Und durch diese, dass gehörlose oder taube Menschen das anders machen, das hat eben damit zu tun, dass sie eine andere Sprache verwenden, die es ihnen ermöglicht, Wissen anders zu organisieren. Also das Wissen wird eben dreidimensional, mehrdimensional, netzwerkartig organisiert. Welche Konsequenzen hat das für den Unterricht und die Erstellung von Unterrichtsmaterialien? Deaf-Didaktik basiert auf der Grammatik und Struktur der Gebärdensprache. Dies muss sich im Unterrichtskonzept widerspiegeln. Entscheidend ist dabei, der Lehrer ist DGS-kompetent und DGS-Unterrichtssprache. Außerdem müssen die drei Bereiche Körper, Raum und Denken immer im Unterricht präsent sein. Aufgaben können durch DGS-Videos gezeigt werden. Bildergeschichten können Inhalte visuell darstellen und Animationen in Präsentationen können Bewegung verständlich werden lassen. Das alles geschieht immer auf Basis der Gebärdensprachstruktur und Grammatik. Das macht Deaf-Didaktik aus und das fördert im Unterricht das Verständnis. Interessant. Schon mal in der Praxis getestet? Kann ich mir das irgendwo anschauen? Ja, morgen an der Schule. Kannst gerne mitkommen. Da komme ich mit. Ich bin jetzt hier an der LVR David-Hirsch-Schule in Aachen. Die probieren das jetzt zum ersten Mal aus. Jetzt will ich mir natürlich anschauen, ob das klappt und ein Erfolg ist. Auf geht's! Hallo. Hi. Hallo. 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 Hi. Hi. Diese zwei Begriffe hier sind wichtig. Unter extra wird der Gebärdenraum verstanden. Mit intra wird die Rollenübernahme bezeichnet. Jetzt spielt das mal. Du nimmst die Extra-Perspektive ein, du die Intra-Perspektive. Nehmen wir zum Beispiel das Flugzeug. Okay. Applaus! Das Thema Präpositionen, also auf, unter, im, hinter, vor, in Verbindung mit dem Kasus, also dem dritten und vierten Fall, ist oft schwierig. Wann wird was genutzt? Gerade wurde in DGS die Extra-Intra-Perspektive erklärt. Wenn ihr das verstanden habt, dann ist es auch im Deutschen mit den Fällen verständlicher. Der Ablauf ist immer der gleiche. Zuerst schaut ihr das DGS-Video, dann die Animation und dann kommt der passende deutsche Satz. Okay?
Was seht ihr hier? Beim dritten Fall, dem Dativ, schaut die Kamera von außen drauf. Hier wird die Extraperspektive eingenommen. Das zweite Bild zeigt den vierten Fall, den Akkusativ, und es wird Intra, also die Rollenübernahme, gezeigt. Gut verstanden, interessant. Durch das Erklären von Intra und Extra ist es klarer. Vorher war es nur eine normale Unterhaltung in DGS. Jetzt ist es klarer. Zum Beispiel das Auto Extra und der Fahrer Intra. Spannend. Durchs Anschauen habe ich es verstanden. Der Deutschunterricht ist so besser verständlich. Wenn es in DGS erklärt wird, ist es klarer. Ich gebärde ja auch daheim mit meinen Eltern. Gebärden helfen mir, deutsche Sätze zu verstehen. Auch wenn die Grammatik von beiden Sprachen unterschiedlich ist. Da hilft so eine Art von Unterricht schon sehr. Ihr habt eigenes Unterrichtsmaterial für gebärdende Kinder entwickelt. Was habt ihr da anders gemacht? Und wie hat der heutige Test funktioniert? Das hat man hier im Unterricht beim Thema Intra-Extra-Perspektive schön gesehen. Das funktioniert schriftsprachlich gar nicht. Da muss man einfach Gebärden nutzen, Bewegungen, Animationen einsetzen. Und dann erst wird das verstanden. Also, etwas von außen betrachten oder in eine Rolle reingehen. Das muss man digital zeigen. Das geht auf Papier gar nicht. Deshalb machen wir das digital. Was ist deine Vision? Mein Traum ist, dass DAF-Didaktik weiterentwickelt und deutschlandweit verwendet wird. Dass es sich etabliert und die Lehrer es nutzen. Das wäre perfekt. Inhaltlich wäre wichtig, dass Gebärdensprache und digitale Medien verknüpft werden und sich das weiterentwickelt. Das wäre mein Ziel. Digitalisierung in der Bildung. Eine große Herausforderung in Deutschland, auch an Schulen mit dem Förderschwerpunkt Hören. Corona-Krise und Homeschooling haben gezeigt, manches hat geklappt, manches nicht. Deshalb wird in der Politik, an den Schulen und in der Wissenschaft vieles weiter oder auch anders gedacht. Es bleibt spannend.